Damit willkommen zurück, seid gegrüßt zu einem neuen Stream. Wir spielen heute Kena Bridge of the Spirits, weiter wo wir das jetzt mal aufgehört haben. Und eventuell das Finale rücken ja, weil jetzt auch schon zu Ende. Ich klicke mal weiter und dann fahren wir fort. Mal schauen, wie schwer der Bosskampf wird. Wir stehen kurz davor. Ich glaube, ein, zwei Rätselchen müssen wir noch machen vorher. Aber es könnte durchaus passieren, dass wir es heute zu einem Ende bringen. Ja, hier haben wir es. Das haben wir im letzten Stream-Part geschafft. Es stehen hier zwei weitere an. Und dann wahrscheinlich das große Finale. Toshis Reue und Toshis Liebe. Fangen wir mal mit der Reue an und dann mit der Liebe. Also andersrum als es nicht ist. Nee, Spaß. So, hier müssen wir hin zum Tor. Zwei zum Warp. Bis zum Warpstein. Da ist doch einer oder nicht. Aber das Dorfzentrum. So, es müsste jetzt irgendwo auf dieser Seite irgendwo versteckt sein. Laut Map irgendwo hier. Ja, aber die Brücke müssen wir gehen. Schaut zumindest so aus. Ich glaube zumindest, dass wir das müssen. Ja, die lässt sich am besten von der anderen Seite öffnen. Auch so. Oha. Bin ich voll übermutig reingesprungen. Oha. Paper. Ich bin gleich durch los. Geh mir weg. Das haben wir schon. Dann haben wir alles mit dem Rad.
runter und schießen ihn. Oh no. Mal gucken, ob ich da später. Okay, die wollen irgendwie mit dem Fernkampf angegriffen werden. Was ist denn das für ein Höhlennest hier? Okay, was ist jetzt passiert? Ah, hier. Wir haben es gezielt. Over there. Na, siehst du. Hier war aber noch eine Brücke. Was ist die Brücke? Nee, wir sind über eine andere Brücke gekommen. Jetzt sind wir zwei Brücken. Fantastisch. Und ein Wartpunkt. Ich hoffe, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir das mit dem Portal machen. War so der Sport. Ah, wird mir zum Glück nochmal erklärt. Pfad des Jägers. Stehen wir den Pfad. Oha. Ja gut, das hätten wir früher machen sollen. Ich verstehe. Wir kommen jetzt hier durch. So. Runter. Und angreifen. Zu dir rüber. So. Und weiter geht's. Ganz kleine von ihm. Vielleicht sollen wir sie betätigen. Bin abgesoffen hier. Ja.
Das war knapp. Hier sind wir im Labyrinth. Scheint aber hier richtig lang zu gehen. Hier ist die Blume. Können wir da nicht. Wir sollen nie lang. Ah, da oben. Und hier. Meine Gegner ausschalten. Bevor hier noch dumme Dinge passieren. Unverwundbar gemacht. Immer nur die Gegner gebraucht. Und weiter geht's. Okay, da müssen wir wohl rüber. Schaffen wir es so. Ja, können wir schaffen. Das ist ein bisschen mehr anstrengend. So. Na, das sind wir am Ziel. Ja. Das ist wirklich ein bisschen weit weg. Dachte ich mir. Aber da muss ich ein bisschen schneller sein.
Ja, mal präzise treffen wäre auch gut. Ach komm. Ach komm. Das hatte ich doch. Unfair. Muss man den Spagat kriegen von hier aus schnell genug hier rüber zu kommen. Ach noch mal hier, oh du Scheiße. Was passiert nun? Oha. Lästig. Oh, hier sind wir. Ja, ausweichen muss ich mal noch lernen. Shit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist mein Tod. In der Falle reingerast. Ich mach mir Sorgen um den Endboss. Der weiter nochmal eine Stufe draufsetzen wird. Fürchte ich. Oder alles kombinieren wird. Da habe ich Angst. Ausweichen. Genau so. Das dürfte man natürlich nicht in die Fallen rein. Ah, shit. Ah, shit. Nein. Wann können wir den denn... Wann ist er denn verlässlich? Sie. Jetzt nicht. Jetzt gibt es eine kurze Phase, wo der... Ausweichen wir. So sieht's aus.
jetzt keine Pfeile mehr haben. Hat die super geklappt. Vielleicht auch eine Schwachstelle von denen zu finden. Aua. Ey. Das gibt's nicht. Alter Schwede. So elegant im Ausweichen. Jetzt! Jetzt! Verdammter! Ich bin jetzt so scheiße drin. Da muss ich Schaden machen, noch unten ist. Ach du Scheiße! Ach du, ich hab nicht auf die Energiebalken. Ich hab nicht auf meine Energiebalken geguckt. Ich hab verkackt. Ich bin dumm. Ein bisschen auf meine eigene Gesundheit achten. Nein, verdammt. Muss vielleicht nur so. Wenn es runterkommt, müssen wir. Kampfmechanik noch ein bisschen studieren. Ja, ist unten. Jetzt müssen wir halt. Jetzt müssen wir Zeit halt nutzen, um drauf zu gehen. Und auf ihn mit. Und in die Phase, wo man nicht schießt, attackieren. Meine Fresse. Und jetzt. Warte, ich habe doch diese Attacke. Warum nutze ich die denn mal nicht? Ah, hier. Sehr schön. Gute Sache. Könnte man für solche Phasen hier sehr gut nutzen. Braucht man die Fliegenphase. Ja, aber man muss sie richtig nutzen. Lass mal bis raus. Komm doch mal wieder runter. Und drauf. Jetzt muss man nur noch den Moment finden und dann. Au. Rein da und rein da. Not so gut. Das war nicht schlecht. Ah. Miranda. Das war nicht schlecht. Ach, das war zu weit weg.
den, wie kann ich den Mann ausweichen? Jetzt hätte ich gebraucht. Jetzt wäre es gewesen. Alle nicht weit hier. Ich glaube, es sieht nur halb so episch aus, wie es sich anfühlt. Und jetzt rein dort. Meine Fresse. Und zwar jetzt. Fällt noch was. Umweltzerstörer. Schon. Jetzt. Shit. So knapp. Nicht mehr.
immer noch ziemlich blöd. Ist nur dank des leichten Spielmodus hier. Während sich auflädt. Und das war's. Puh. Durchschnitt 2 von der Durchschnitts-Harpunen-Relikt. Relikt 2 von 3. Erstmal eine Runde meditieren. So, wir haben Sachen zu tun. Ach, der Alte ist wieder da. These statues were here long before our visit. Am Ende ist er der Böse. Teachings of an ancient people. We did not understand their meaning until it was too late. Naja. Baustein. Einmal hinüber. Geht's auf zu. Wie schlimm kann denn das sein? Toshis Liebe. Wahrscheinlich sehr schlimm. Des Krieges. Ich verspüre. Na. Muss man sich die Reihenfolge rausfinden. Ah. Ist links, rechts und dann oben.
war leicht. Und nächstes Rätsel. Okay, dann können wir uns da hochbewegen. Verstehe ich, warten ab. Jetzt muss ich hier. Wait. Das ist dann Furz auf Höhe. Das kommt mir. Hier komme ich ab, okay. Ach, du Bate, das ist ein bisschen komplex. Und ich komme zu spät. Natürlich. Vielleicht kam noch gerade von da drüben. Wie kann ich, hä? Wenn ich mich so... Da komme ich hier hin. Da komme ich hier hin. Da komme ich hier. Ah, okay, einmal durch. Dann durch die Mitte. Verstehe. Müsste er aktivieren nacheinander. Aber in falsche Richtung. Das wird jetzt zu spät sein. Ich bin wirklich sehr schnell. Okay, was nun? Ah, jetzt könnte ich da von dort oben. Muss die eigentlich komplett andersrum. Oder nicht? Okay, so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Ich versuche es zu verstehen. Ich muss ja am nächsten aushalten hier, deswegen ist das schon der richtige Weg. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss hier
verlangt und hier hoch. Na, dann ist das die wieder die. Hä? Kann ich hier überhaupt hoch? Kann ich von hier aus vielleicht? Nein, natürlich nicht. Von da unten aus. Okay, what? So schnell kann ich ja nicht sein. Hier nicht. Wir müssen jetzt diese Steinchen sein, die mich hier hochbringen. Sind die erst nicht da? Sind die nicht erst da drüben? Ich habe so viele Fragen. Hey, einmal beobachten. Macht sich hier. Aber was will ich denn damit? Mit dem Teil hier. Kann ich vielleicht drauf springen und dann von dort da hoch? Ja, und die muss ich da. Okay, ich darf sich da abspringen auf das. Nein. Ich verstehe das dritte Ding von dort nicht. Und das hier. Das mich dann aber wohin transportiert. Ich krieg's nicht. Wir müssen das jetzt hier irgendwo oder irgendwo. Jetzt müssen wir hier. Jetzt machen sich da schon hinten welche kaputt. Ah, hier. Fantastisch. Doch noch geschafft. Schalten aber. Der war zu weit weg. Wo bin ich denn jetzt? Das ist ja fantastisch. Der hier unten. Matsch. Das wäre gut für mich. Und wer aus dem Schlamm. Hm.
schießen. Das war natürlich falsch. Rechts. Wo sind wir jetzt? Im Berg sind wir klettern. War das da? Ein bisschen weiter springen müssten wir können. Gästepost gesammelt, wenn die ausliefern werden. Oh, ein Hund. Samurai-Hund. Sind wir wieder hier? Wo waren wir hier nicht schon? Das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Sehr bekannt vor. Sehr, sehr. Was ist hier jetzt? Jetzt ist doch offensichtlich durch.
irgendwas, was ich hier übersehe. Rätsel. Vielleicht von hier aus. Komm, du hast doch gut. War doch schon da. Okay, auf jeden Fall weiß jetzt, was ich tun soll. Zeit haben wir nicht. Halt dich doch mal fest hier oben. Das letzte von jedem Tank wurde. Muss man mal ein bisschen. Das könnten wir nutzen. Ah, wieso komme ich da um nicht? Das irgendwas ist noch nicht. Schaust dir an, Zwergi. Ich wollte noch gucken, ob da unten ein Kristall vielleicht dran ist, der mich da das verdreht oder so. Oh no. Ich weiß, was zu tun ist, aber. Wofür ist diese die Laterne? Super. Oh, ich bin doch blöd. Ja.
kann ich da überhaupt nicht hinkommen, oder? Was ist das? Was ist diese letzte Platte? Ist doch nur noch festhalten, oder nicht? Nichts unkompetent, mich da festzuhalten. Zweiflern, ich zweifle gerade an meiner eigenen Kompetenz. Jetzt hier ein Silberfest. Oder hier. Ja, nur von weit, von der Ferne, nur hier. Welchen Punkt ist mein Fehler? Hier runterfallen wir schon mal ein Fehler. Wir haben eine Menge Zeit, also wenn wir da drüben sind. Vielleicht in der Luft nochmal. Kann ich in der Luft? Wenn ich in der Luft stehen würde, springen würde und dann in der Luft Linie mache. Ich bin fast ausgeschlossen, aber das ist glaube ich nicht machbar, aber versuchen kann man zwar. Mann! So kann man es auch hinauszögern. Ist nicht die Lösung, oder? Hm. Was ist dann noch da drüben? Da gibt es noch einen. Letzte Platte, auf die wir aber wahrscheinlich erst kommen, wenn wir da oben mit dem Steinchen sind. Okay. So merkwürdig. Das muss doch hier. Wieso komme ich denn nicht so? Ich muss von dem Stein, wo ich stehe. Bin ich so bedeppert, dass das nicht schaffe? Liegt das an mir oder liegt das am Spiel? Nicht deppert oder ist das Spiel deppert? Ich bin's. Schon irgendwie nervig. Oh, Scheiße! Toll, da habe ich es geschafft und dann. Ich war zu früh. Hier.
gerade Punkt. Du willst jetzt einen Bosskampf. Da war das Skilltree, von dem ich nie irgendwas freigeschaltet habe. Okay, Bossfight. Nummer 2 heute. Das war jetzt ein bisschen lame. Das muss ich selbst nicht sagen. Der hat es ja ziemlich angreifbar gemacht. Direkt um Yoshi zu befreien. Toshi, glaube ich. In der Rotflut. Many rang this bell on a journey of reflection, hoping to seek guidance from our ancestors. As our village struggled, Toshi found few answers here. Na dann, bin ich gespannt auf den Bosskampf. Kurze Meditations. Ich habe nichts gegen Meditation, aber
in diesem Spiel. Ich will weiter voran. So, du musst irgendwo ein. Das war hier unten. Ein Weg mit. Ob ins Zentrum oder dann befreie Tuschen. Ab zum Ortszentrum. Dafür macht es uns nicht zu schwer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Meter brauchen wir. Oha. Ein Liga haben wir hier. Das haben wir gar nicht genug. Liga, was für mal Krieg. Ein Kriecher. Das ist doch irgendwie. Hier machen wir schön Schleifen. Wir haben alle. Keine mehr gut los. Alter Mann. Your dash allows you to exist briefly in both the physical and spirit realms. Use it to evade attacks or move in quickly against enemies. Aha. Hier ist eine Maske drauf. Hier könnten wir noch mal Kämpfe machen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Gegen Weg auch noch mal. Zum Finale hoch. Hier werden wir. Das können wir richtig hören. Your will is strong, spirit guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. Aber nicht mehr lang. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come! Kein Schwert. Okay, wie gut ist der? Okay, er macht Schaden.
wird wieder aufgeladen. Die Wunde. Jetzt haben wir echte Probleme. Ich sollte jetzt mal bieten hast. Jetzt kommt doch bitte Phase 2. Together. Are quite powerful, but I have faced them once before. You may think you know these creatures. They may show you their true nature. Könnte wild werden. Ohne die Rotz oder was? Wow, das ist was anderes. Was ist gerade passiert? Bergschrein. Recht im Bergschrein. Ich bin Rotz abgehauen. Sieht mir schon mehr nach einer Bossarena aus.
Gott sind jetzt meine Gegner. Okay, das können wir nicht nutzen. Gut. Irgendwie möglich zur Heilung, sonst. Ja. Könnte das ein problematisches Ding werden. Ah, ich habe wieder von der HP schon. Ist das mit mir gewöhnt? Dass wir auch was ohne Rotz sind. Ja, wir haben wieder Rotz. Praktisch. Blöd.
müssen wir noch treffen. Mist. Das ist gar nicht gut. Kann ich denn das überhaupt ziehen? Das schaffe ich nicht. Okay, da ist das Ding, ich kann schon hier aus schon. Im Leben never. So, irgendwo kann ich nicht schießen. Auch von drüben nicht. Fällt dann den Bogen. Ich muss eh warten, bis das jetzt hier hochkommt. Muss ich an den Abgrund springen, oder? Okay, das wird nix. Jetzt habe ich aber kurz Zeit, oder was? Auch das schaffe ich nicht. Natürlich ganz von vorne. Es muss noch rausfinden, wann ich den am besten treffen kann. Hier ist definitiv nicht. Kann ich von hier aus was? Okay, da bleibt was hängen. Muss hier noch mehr Felsen geben oder kann ich das irgendwie einstellen, den Wurfwinkel, oder wie wird das hier gemacht?
irgendwie spielen. Ist ja schon irgendwas verpackt, oder? What? Den Funk vielleicht abfangen? Ich muss gleich mal... mal eine komplette Lösung angucken. Also irgendwie... Das ist aber auch hier nicht der einzige. Das Ding bleibt stehen. Das ist aber eine Blume, wenn ich das richtig sehe. Das kann es ja auch nicht sein. Bitte was? Ich brauche mal gerade ein bisschen. Ich brauche gerade ein. Ein Stupser. Habe ich ja oft genug schon gemacht. Und warum jetzt nicht? Ach, Werbung. Nein, ich werde mir nicht YouTube Premium besorgen. Wenn YouTube es immer unattraktiver macht, YouTube ohne YouTube Premium zu gucken. Ich kenne mich nur. Da drüben. Im Ernst? Was ähnliches habe ich ja schon probiert. Thank you.
hier. Oh no. Wow. Lerneffekte am Ende des Spiels, man kann auch aus den Sprung heraus. Ja, man muss nur dann die Bogen ausrüsten. So ungefähr. Oh no. Wir waren da schon so weit. Ja, wahre Bosskampf sind die Rätsel in diesem Spiel. Bei der Sache. Und nun, ach so, da oben wäre die nächste. Holla, die Welt. Jetzt wieder von ganz von unten. Wow. Das ist eine Challenge. Nein, nein. Das kann ich noch retten. Na komm. Nein. Ach. So knapp vom Ziel. Ärgerlich, ärgerlich. Jetzt kennen wir den Weg. Wie lange ich einen Hebel gebraucht habe. Manchmal haben wir die Zeit. Danach kommt nicht mehr so viel. Warum erinnert mich der Sound immer an Zelda? Puh. Noch mehr Rotz zurück. So wie in den letzten Schwachstellen.
mit den Rotz in den... Müssen wir ja doch irgendwo noch eine Schwachstelle. Bin jetzt mal so fies. Ich will jetzt wirklich nicht ewig nach der Schwachstelle suchen. Das unten Speer. Die grünen Speer müssen wir wischen. Habe ich dessen eben gerade schon aufgefallen? Das Spiel speichern ist mal eine geniale Idee. Das ist vielleicht ein bisschen feige von mir. Nicht komplett so zu gucken, aber naja. Stehen.
Jetzt. Und jetzt. Fantastisch. Und Balance wiederherstellen. Sisters trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village, gave us life, strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us. Home was crumbling, and the people looked to me for answers. I failed them, and could only watch as life drained from the village. We should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal.
We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Jiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Put down the staff, Toshi. I will end this suffering. Punishing us! Why? What did we do? Answer me! How many people must die? Why? Tell me! Don't turn your back on me! Listen to me! Wer hat den Gott des Landes? Once told me, change was an essential part of life. He understood the Rot God's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? I'm sorry, Toshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself, so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Thank you.
Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Loslassen, meditiere am Bergschrein. Wir müssen uns selbst helfen. Goodbye, little friend. Oh, no. Bridge of Spirits von Envalab. Haben wir es durchgespielt? Da sind die Credits. Ja. Ist ein gutes Spiel. Es ist eines dieser Spiele. Gute Spiele neben schlechten. So ein bisschen. Ja. Manchmal an manchen Ecken und Enden ein wenig nervig für meinen Geschmack. Eine sehr subjektive Bewertung hierfür. Ja, wir haben es zwischendurch schon in einem früheren Stream haben wir drüber geredet. Ich lasse mich von der 7 von 10 durchreden. Ist ein passables Spiel. Also, Fan werde ich davon jetzt nicht mehr werden. Ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Hat doch Spaß gemacht. Die meiste Zeit. Und ein ganz ordentliches Spiel, also. Schöne Grafik, schöner Soundtrack. Also, der Soundtrack, wow. Sowas von Gameplay, kleiner Abzug aus meiner Meinung, aus meiner Perspektive aus. Ja, objektiv und sehr gutes Spiel. Subjektiv. Ja, nicht meins. Ich würde sagen, einigen wir uns auf die 7.
5 von 10. Ja. Ich würde sagen, das war Kina Bridge of Spirits. Danke fürs Zuschauen. Sind dann doch, glaube ich, wie viele das mich lügen? 8 oder 9? Also ich glaube 8 Stream-Aufzeichnungen geworden. Da waren wir schon. Also 8 Wochen. Das war schon so. Kann das 8 Wochen? Und das noch im letzten Jahr? Ist das noch ein Let's Play aus dem. Haben wir das nicht Anfang. Haben das nicht Neujahr angefangen? Also ich bin mir sicher, dass das ist nicht der erste, der 4. Stream. Das ist der. Okay, interessant. Ja. Auf jeden Fall, es hat ein paar Wochen. Und vielleicht habe ich am Anfang 2 Streams die Woche gemacht. Keine Ahnung. Danke fürs Spielen. Danke fürs Zuschauen. Das war Kina, Bridge of Spirits. Das neue Spiel Plus freigeschaltet. Neue Herausforderungen. Versteckte Geheimnisse warten auf dich. Eher nicht so. Ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Bis zum Spielprojekt, nächsten Streaming-Projekt, nächsten Let's Play. Ja, bis dahin. Ciao.